Ja, lol. Servus und herzlich willkommen zu diesem lustigen Anfang vom Video. Aber wir gehen jetzt gleich technisch weiter. Ihr seid hier, wenn ihr den Fehler F53 bei eurer Miele-Waschmaschine habt. Das kann einerseits ganz einfach an verschlissenen Motorkohlen liegen. Es kann auch sein, dass dann bloß während des Drehvorgangs oder des Schleudervorgangs, anstatt dass sich die Trommel dreht, einfach nur die Schleuderlampe blinkt. Wenn das so ist wie bei mir hier im Video, ist wahrscheinlich ein Problem mit dem Tachogenerator oder der Elektronik. In meinem Fall war hier die Elektronik defekt. Das war die direkte Ansteuerung. So, und bis auf ein Kabel ist nicht mehr viel drin, was das Problem sein kann. Also, Checkliste wäre Motorkohlen, dann wird sich aber nichts mehr drehen. Kabelbruch kann sich nicht mehr drehen oder Kabelbruch bezüglich des Tachogenerators. Dann kann es auch sein, dass er unkontrolliert schnell dreht. Oder einer defekten Elektronik. Genau, Motorkohlen, Tachogenerator, defekte Elektronik oder irgendein Kabelbruch. Wenn ihr das Problem mit der Elektronik nach hinten verschieben wollt, könnt ihr vorher die anderen Optionen prüfen. Eventuell gibt es auch jemanden, der die Elektronik instand setzt. Dann könnt ihr euch vielleicht noch eine Mark sparen. Inwiefern das zulässig ist oder nicht, solltet ihr euch natürlich vorab informieren für eure Sicherheit und ob ihr der Person vertraut, die das instand setzt. Das Video ist eher informativ. Wir fangen gleich an mit dem Zerlegen der Waschmaschine. Wenn euch das hier etwas zu schnell ist, was ich mir denken kann, habe ich das Video auch für euch verlinkt. Dann könnt ihr euch in Ruhe anschauen, wie die Maschine zerlegt und wieder zusammengebaut wird. Manchmal macht es auch echt Sinn, die Maschine so weit zu zerlegen, dass man bequem überall hinkommt. Das macht das Arbeiten bedeutend leichter. F53. Dabei geht es um den Motor meistens. Und ich würde sagen, es kann halt sein, dass die Motorkohlen verschlissen sind. Die sind dahinter. Genauso wie es sein könnte, dass das Kabel defekt ist. Das ist hier der ganze Motorkabelbaum. Den kann man verfolgen bis hier oben zur Elektronik. Der ist gerade abgeschlossen, weil da wirklich ein Problem ist mit dem Tachogenerator. Der Tachogenerator ist auch da unten drin. Das zeige ich euch dann noch. Und da wir das Kabel jetzt schon durch haben, Kabel, Tachogenerator, vielleicht der ganze Motor, der defekt sein könnte, oder die verschlissenen Motorkohlen, haben wir das Kabel behandelt auf der Strecke quasi. Und ich kümmere mich jetzt mit euch mal um den Motor, wie man da hinkommt und wie man danach schauen kann. Und dazu muss ich die Maschine in eine andere Position bringen und dann schauen wir uns das miteinander an. Inzwischen. So, da haben wir unseren Motor. Um wirklich hinzukommen, machen wir es jetzt mal wie folgt. Wir schrauben erstmal die zwei Torx-Schrauben ab. Die sind hier einmal oben. Gucken wir schon, wie wir hinkommen. Nicht so gut. Das heißt, wir schrauben jetzt die zwei Schrauben hier einfach mal raus. Schraube Nummer 1. Und die Schraube Nummer 2. Dann ist das hier nochmal der Stecker vom Motor und vom Tachogenerator. Das müssten zwei Stecker sein. Tacho. Und der Motorstecker, der ganz toll rausgeht. Jetzt hat er verloren. Gut, dann einmal den Deckel einfach ziehen. Der ist mit der Nase da noch eingesteckt. Und dann kann man diese nach vorne raus manövrieren. Dann bauen wir die Platine aus hier.
Sehr geil. Die Schrauben alle raus. Und dann gehört der Deckel gerade abgezogen, gerade. So, das ist ein bisschen blöd, weil die Kohlen draußen waren. Wie man sieht. Fokus hat keine Lust. Ja gut, wie man sieht, ist das noch gut beieinander. Die Kohlen sind lang genug. Man kann auch hier tricksen, wenn man die reinsteckt, weit die Kohlen. Ungefähr so. Und so. Ich zeige es mal so, dass man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Erstmal hier rein. Und dann merkt man so einen Widerstand. Sind die geparkt, die Kohlen. Im eingebauten Zustand kann man dann links und rechts mit so einem Stift quasi hier. Ich zeige es mal hier rein. Und dann die Kohlen wieder releasen, nachdem man quasi hier vorbei ist. Genau, die lassen wir gleich mal so geparkt. Das hier ist übrigens der Tachogenerator. Und das sind dann die beiden Pins. Genau, und ich würde sagen, die Stifte, die hier sind, müssen halt in diese Öffnung. Und das Einbauen geht ganz einfach. Schauen wir mal. Na, der ist so fest. Man sieht, die ganze Trommelinhalt dreht sich sogar. Zum Zusammenbau einfach raufstecken. Und schauen, dass man sauber in den Führungen sitzt. Dann ist das ziemlich leicht. Einfach hier Klick und Knack. Und dann die vier Schrauben wieder rein. Achso, wir waren ja gar nicht so weit, ne? Wenn die Kohlen runter sind, kann man hier diese Deckel entfernen, die Kohlen einzeln tauschen, natürlich 1:1, und hier wieder an- und abstecken. Das ist ziemlich einfach. Wenn es bloß Motorkohlen sind, die abgenutzt sind, dann dreht sich die Trommel nicht. Motorkohlen wechseln rentiert sich normal immer. Die kosten nicht die Welt. Das ganze Teil, glaube ich, kostet schon ein paar Euro. Aber Motorkohlen alleine, die sind nicht so teuer. Dann machen wir da den umgekehrten Zusammenbau. Querschrauben. Da kein Beispiel dran nehmen, einfach einen kleineren Akkuschrauber nutzen. Oder mit der Hand schrauben. So. Hier geht es nicht so genau, das ist bloß Hier geht es nicht so genau, da geht es nur darum, dass man ein Hier geht es nicht so genau, geht es bloß darum, dass ihr seht, wie es ausschaut. Also wie das gemacht wird. Das hier kommt wieder so rübergeschoben. Drüber gehackelt. Und dann da hinten wieder reingeklickt.
Das merkt ihr dann schon, wenn es einrastet. Stecker wieder anbringen. Und dann die Schraube oben und unten wieder festmachen. Ich mache jetzt bloß mal eine Hand warm rein. Und das andere kümmere mich mal woanders. Und das war's schon. Mit unserem Fehler F53. Wie gesagt, die Motorkohlen, das Kabel nach oben, der Tachogenerator, der in der Mitte ist, oder dass der ganze Motor defekt ist, kann auch sein, dass eine Wicklung kaputt ist. Dann wird es allerdings etwas teurer und dann ist die Frage, wie wirtschaftlich das Ganze ist. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr was wissen wollt, lasst es mich über die Kommentare wissen oder über Instagram. Vielleicht richte ich auch mal ein Discord extra hier explizit für YouTube ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr die Maschine wieder zusammenbauen müsst, ihr wisst ja, dieses Video.